Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS17. Hier in Losbeck bei Tante Ilse. Hier will ich erstmal einen Augenblick los. Das Stück haben wir fast fertig hier. Können wir unten nochmal eben so ein bisschen das Vorgewände putzen da. Und dann können wir auf den nächsten Acker. Einmal hin und einmal her, tüdelüt, ist das nicht schwer. Kommen wir voran, dann können wir nachher vielleicht, naja gut, alles schaffen wir auch nicht. Wir haben vorne noch Gülle zu fahren dann. Jetzt erstmal den jetzt in den Bolt da nicht mehr hin. Zu früh gefreut, Leute. Neu ansetzen hier. Das ist Tante Ilse, wer sonst? Ja, Tante Ilse? Wie, was soll ich da? Ich bin am Flügen hier. Das weißt, hast du mich doch selber hierher geschickt. Das weißt du. Ja, und du? Was jetzt denn schon wieder? Danach soll ich nach Hause kommen. Wie war ich mit dem Schlag? Ja, fast fertig, Vorgewände hier und dann auf den nächsten Acker rauf hier. Dann soll ich nach Hause kommen. Was soll ich da denn? Wir kommen ja zunächst, Tante Ilse. Was? Der Rasenmäher wäre da. Und dann? Karl-Heinz hat ihn geholt. Ich sag ja, und nu, was soll ich da machen? Ist um 3 Uhr, hast du gesagt, soll ich zum Kaffee da sein? Bin ich. Da krieg ich dann den halben anderen Acker noch fertig. Ach, Karl-Heinz kriegt ihn nicht in die Gänge. Er konnte nur herfahren. Ich soll ihn da zeigen oder soll da selber bei oder was? Ja, ich komm. Oh nee, ich komm, ja. Dann schick deinen scheiß Karl-Heinz mal zur Schule, dass er mal ein bisschen lernt, seinen Namen zu schreiben oder so ein Ding anzuschmeißen oder was. Ja, ich bin unterwegs. Ich fliege, Tante Ilse. Was soll ich denn? Ach, dann kann ich auch gleich den Rasen mähen. Weißt du was? Da musst du alles entscheiden und wissen, wann deine Saat in die Erde kommt und wie und was. Da interessiert mich bei Klein nicht mehr. Jupp. Ich bin gleich da. Okay. Tschüss. Mann, oh Mann, oh Mann. Die ist auch hier. Die hat sie noch nicht mehr alle. Die. Mal eben. Da schieße ich mich gleich erstmal auf, dann mache ich heute gar nichts mehr. Das ist jetzt kurz vor 2. Muss unbedingt gemacht werden, der Rasen. Die Leute könnten ja gucken, dass das so unordentlich aussieht im Garten, ne? Yep. Soll sich einen Gärtner bestellen und den dämlichen Karl-Heinz dabei schicken. Hacker wird aber noch eine Hand nehmen können und da was mit beschicken können, wa? Der weiß auch nur, wie er sein Handy und sein Mofo ankriegt. Lutzstone. Ich meckere so noch rum, weil hier nachher das Pflaster kaputt drückt mit dem Flug. Ach, lass auf. Was ist das Ding denn? Hinten vielleicht im Hof? Fritz hier hingestellt, Karl-Heinz, oder wie Hater. Mann, 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 du. Nix. Ja, Tante Ilse. Du hast mich hier schon laufen sehen am Hof, ja, und? Der Rasenmäher steht hinter dem Haus. Okay, dann gucke ich mir das Ding mal an. Wo ist dein Karl-Heinz denn?
Aha. In Losberg einkaufen. Schon wieder. Oh, da hast du dich aber nicht lumpen lassen, wa? Ja, ist gut. Ja, ich mähe dir deinen Rasen. Ja, ist gut. Ist in Ordnung. Bis dann. Mann, Mann, Mann. Ne. Das ist der gleiche, den wir den Dings auch haben. Da. Ja, nicht unübel. Das Ding läuft. Das weiß ich. Coldbrook Park Farm. Mann, 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 da geht die eine auf eine Sitte. Oh. Dass die mal rauskommt oder was, ne? Bloß nicht. Ja, Tante Ilse? Ich soll es ordentlich machen. Du kriegst nachher noch Besuch. Aha, wer kommt denn? Fritz. Fritze Petermann, hast mit dem da was zu beschnacken? Aha. Der soll nicht denken, dass hier die Hottentotten wohnen. Ich sag, ja, ist gut. Ich werde mir Mühe geben, Tante Ilse. Ja, Tante Ilse. Ich werde mein Bestes geben. Ja. Danach soll ich reinkommen und Kaffee trinken. Jetzt schon? Ich bin gleich fertig hier. Ich denke erst um 3. Da ist gut, Tante Ilse. Ja. Ja, ist gut. Oh, Alter, das ist die Alte, die ist nicht ganz richtig da. Das meine ich mir lange mit, du, ehrlich. Bin ich hier reiflich verschwunden. Zeit, dass ich hier mal rauskomme. Soll sie ihren komischen Karl-Heinz anlernen oder was? Interessiert mich nicht. Soll ihn zur Landwirtschaftsschule schicken. Aber erstmal muss er seinen Namen schreiben lernen. Da kann Bruni ja noch machen, ja. Du kannst ja noch selber machen. Du brauchst ja nicht mal laufen mit dem Ding hier. Ilse. Ilse, der Schrecken der Menschheit, ehrlich. Lass ich demnächst für unzurechnungsfähig erklären. Du. Dann geht die ab ins Stift. Dann kann sich drauf verlassen. Der Karl-Heinz gleich mit.
ganz schön was raus hier, du. Na, komm her, so. Fast die Ecken ausgeklebt, dann kann man gleich rauf und runter. Das ist einfacher, gell? Vom Flügen weg und alles, und das alles egal. Hauptsache, das ist ordentlich. Wenn Fritze kommt, der könnte das ja im Dorf erzählen, das ist alles nicht mehr so, ne? Das macht er sowieso nicht. Da wird er sich sputen. Der will noch die Kohle haben von Tante Ilse hier. Neuen Trecker verscheuern oder irgendwas, was sie nicht braucht. Oder Mähdrescher oder irgendein Schneidwerk oder irgendein Ding da. Der ist doch nicht doof. Mann, ne. Voll, wa? 94? Geh hin mit dem Scheiß. Irgendwo hin um den Hof kippen. Keine Kühe, nix hier. Ja, da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Residiert jetzt an den dicken Schreibtisch von Onkel Gustav da. Sitze da. Ja, auf Koks von der Gasanstalt. Denn ihr schnacken da mit den. Was war das noch? Was sagt sie? Fernseher auf dem Schreibtisch, was das für Dinger sind. Mag auch hoffentlich kommt die da nicht hin. Dann kann ich da nachts noch sitzen und kann ich das Ding noch erklären. Oder glaubst du, Karl-Heinz kriegt das hin? Ich kann nicht mal lesen. Der war so nur in das Loch in seinem Moped, dass er Benzin reingehört, mehr nicht. Das einzige Loch, was er kennt. Trottel. Wenn die mal einen Rasenmäher in die Gänge kriegt, ne? Oh. Da steht alles drauf hier, du brauchst nur einen Knopf drücken, fertig. Siehst du, haben wir gleich. Irgendwie schon in den Ecken rumpützen da hinten, aber das ist gut. 100%. Ja, der Rest, der wird gemulcht hier. Fertig. Ab den Scheiß. Ich hab da den Misten geht, da hinten bei die Kühe irgendwie oder was weiß ich, mit hinkippen da. Gleich mit dem Scheiß sein. Ha, sieht doch gut aus, oder? So, ab die Post. Ab durch die Wicken. Die Wiese mich bestimmt nicht aus hier. Oh nee, da. Apsel die Apsel. Gebe ich den Dreck dann hin? Irgendwo da hinten in der Ecke, da weiß ich auch noch nicht. Mal gucken. Hat's aufgegeben, wa? Oh, nee, doch nicht. Ja, Tante Ilse? Wo ich mir das Gras hab, wieso? Ach, du hast gesehen, dass ich fertig bin. Stieß hintere Gardine und pass auf, oder was?
Ja, ich weiß auch nicht, wohin mit dem Scheiß her. Doch hier hinten in den Schuppen kann ich... Nicht? Warum das denn nicht? Da ist doch nichts mehr drin hier. Kann ich da hinkippen oder irgendwo an der Seite hier, irgendwo in Dings rein hier. Das können wir doch dann mal irgendwann mit dem Frontlader wegholen oder keine Ahnung. Ja, ist gut. Ja, ich kipp das hier hinten mal da bei Tannen damit rein, dahin. Was sagt da hin an? Ja, wo soll ich sonst mit hin? Sag nicht, dass soll ich jetzt noch Ballen von pressen und die wegbringen, verkaufen oder irgendwas. Ja, ich komm gleich essen. Kaffee trinken. Ja, ich bin gleich da. Ja. Bis gleich. Ja. Mann, du. Oh, weg den Scheiß hier. Kipp hin, können wir hier mit dem Frondi wieder rausholen, so viel ist das nicht. Wenn sie denn mal irgendwann einen hat. Aha. Einzig ein bisschen dümmlich, ne? Dass man nur so viel auskippt und dann war's das. Oh, Maga, wo soll ich die Spur denn hinziehen hier? Da ist 1600 raus. Geht nicht, ne? Einen rauf da oben. Ne? Ach, geht. Wie öffnen Silo? Aha. Los, weg, leer machen. Los, fertig. Muss ich einpacken. Das Ding ist nicht schlecht hier, finde ich. Das stell ich mit in der Garage bei einem Gosshafter. Eine Werkstatt. Da steht doch gut irgendwo in der Ecke da. Oder? Nee, das ist jetzt wieder zu groß für, das ist auch doof. Das ist auch dumm. Da brauchen wir da rein. Hier, dahinter, das müsste eigentlich funktionieren. Oh, Leute. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch mit schaffe hier, noch mitmachte. Keine Ahnung. Da wird mir vielleicht irgendwas einfallen. So, jetzt muss ich... Ich muss jetzt Kaffee trinken. Ob ich will oder nicht, ich muss jetzt. Ja, ich fange schon gleich an zu decken hier. Wie sieht das aus? Ganz anständig. Rasen ab, ist schon mal eine halbe Miete hier. Sieht nicht ganz so verkommen aus. Na gut. Ja, Leute, Zeit ist wieder um. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass das kleine Ding hier mal wieder Spaß gemacht hat mit Tante Ilse. Und hoffe, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und euer Butcher. Tschüss.